Salve. Je weiter wir im Lateinunterricht voranschreiten, umso häufiger stolpern wir über Partizipien. Heute wollen wir diese Stolpersteine aus dem Weg räumen und die Partizipien üben. Zuerst wiederholen wir, welche Partizipien es gibt und wie sie gebildet werden. Danach gebe ich dir eine Übersicht darüber, welche Funktionen sie im Satz einnehmen können. Dabei üben wir auch das Übersetzen. Beginnen wir mit der Wiederholung der Partizipien. Im Lateinischen gibt es drei verschiedene. Das PPA oder Partizip Präsens Aktiv. Es drückt etwas aus, das gleichzeitig zum übergeordneten Verb passiert. In der A- und E-Konjugation bildet man es, indem man an den Präsensstamm die Silbe NS bzw. NT anhängt und daran die Endungen der dritten Deklination anfügt. Also Laudans. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com